Jetzt habe ich sie entriegelt. Ziemlich schwer. Die muss geladen sein. An dem Automaten ist eine Öffnung, wo man was einfügen kann. So bekomme ich die auf keinen Fall auf. Da muss etwas rein, aber sicher nicht meine Hand. Funktioniert nicht. Irgendwas fehlt da noch. So lässt sich das nicht anschließen. Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Das ist gut so, wie es ist. Die Maschine funktioniert noch nicht. Ich glaube, es fehlt noch etwas. Das hilft mir nicht. Oh, scheinbar geht es hier zur Damentoilette. Wie überraschend. Ich weiß, ich sollte da nicht reingehen, aber wir müssen divers denken. Was? Kein Kommentar dazu, Pi? Oh, ich hatte ganz vergessen, dass sie... Hallo? Wer bist du? Das kommt ganz drauf an, wen du brauchst, mein Süßer. Bist du die Schmugglerin? Schätzchen, willst du vielleicht, dass ich mit dir illegale Sachen mache? Das entscheide ich, wenn das Licht an ist. Tuck! Ah, du erinnerst dich an mich, Süßer. Sagen wir so. Nein, sagen wir besser nichts darüber, was wir im Gefängnis von New Lost Wages erlebt haben. Wir beiden Knastvögel hatten aber schon unseren Spaß, was? Nein, wir sagen wirklich nichts darüber. Warum stehst du denn im Schatten rum? Larry, also bitte, schau dir doch mal die grellen Lichter an. Hier sieht man doch jedes meiner Problemzöhnchen. Außerdem, ein paar von den Sachen, auf die ich stehe, macht man lieber im Dunkeln. Okay, aber jetzt zur Sache. Schätzchen. Genau, also, du hast etwas hergeschmuggelt, was ich brauche. Irgendwas, um diesen komischen Geldautomaten für diese Dings, Gruftwährung benutzen zu können. Kryptowährung. Oder so. Um ganz auf Nummer sicher zu gehen, habe ich alles an einen Ort transportiert, der besonders sicher ist. Bitte nicht da, wo ich denke. Ich will schwer hoffen, dass wir an das Gleiche denken. Oh, es ist also... Es ist also tatsächlich wieder Zeit für meine...
Leibesvisitation! Kannst du nicht alles selbst rausholen? Ich bin Schmugglerin und keine Verrenkungskünstlerin. Außerdem weiß ich doch, dass du drauf stehst, mein Rehbeinchen. Ich hoffe, du hast nicht wieder so kalte Hände. Bringen wir es hinter uns. Da ist doch nichts. Oh, die Richtung stimmt schon. Ja, Wärme. Also auch deine Hände jetzt. Ich hab es. Was ist das denn? Wie soll mir das denn mit dem Geldautomaten helfen? Oh, das ist mein Backstage-Pass für das Lady Gag-Konzert. Da war ich sowas von Backstage. Naja, immerhin nicht wieder Gurken. Such weiter. Moment, da ist doch noch... Ja, hier habe ich... Okay, das ist doch... Die brauchst du für den Kryptogeldautomaten. Immer wenn ich denke, ich hätte diese Welt ein wenig besser verstanden, passiert sowas. Und ich kann nicht mal Pi bitten, mir alles zu erklären. Moment... War hier nicht gerade noch die Tür zur Damentoilette? Ich will mir die Blockchain immer noch nicht genauer anschauen. Moment, war ich hier nicht schon mal? Wie war das? Die Blockchain muss hier eingesetzt werden. Jetzt ist das Wallet prall gefüllt. Endlich mal ein Wallet, das nicht leer ist, wie mein anderes. Ich wollte immer schon durch so eine Art Tor gehen. Das Darknet sieht verschlagen und unheimlich aus. Willkommen im Leisure Suit Darknet. Wie kann ich Sie heute beglücken? Bitte wählen Sie ein Produkt. Nur noch ein Produkt auf Lager. Wie möchten Sie zahlen? Mit meinem prall gefüllten Wallet. Transaktion abgeschlossen. Ich wünsche viel Spaß mit Ihrem Produkt. Bitte beehren Sie uns bald wieder.
Gut, dass ich viel von Technik verstehe. Oh, das Wallet ist leer. Schade. Männlich-weiblich ist ja eher mein Ding. Das ist offenbar für das Darknet. Larry? Ja? Wie weit bist du? Alles erledigt. Ich habe das Masterpasswort von BJ und den Adapter aus dem Darknet. Großartig. Ich wusste, dass auf dich Verlass ist. Nicht wahr, Miss Faith? Ja, stimmt schon. Wie geht es jetzt weiter? Ich habe mein Virus schon auf unseren Peabot hier im Hauptquartier aufgespielt. Jetzt bringen wir unseren Virusbot in die Fabrik und verbinden ihn mit dem Adapter mit dem Peabot dort. Und wenn der Peabot das nicht zulässt? Ich meine, wenn diese KI wirklich so intelligent ist... Lässt er das mit sich machen? Das Virus ist sexuell übertragbar. Wir müssen also Wangs Peabot dazu bringen, dass dieses Modell unseren Virusbot attraktiv findet und... Dann geht das auf magische Weise? So könnte man es formulieren. Auch wenn ich das von dir so nicht gewohnt bin. Die beiden Bots werden verschmelzen wie du mit einem Scroonicorn. Den Vergleich mag ich nicht so sehr. Eine Datenübertragung der intimen Art. Wenn das meine Pi noch alles miterlebt hätte. Aber sie ist verloren. Es kann wirklich nicht sein, dass sie noch irgendwo existiert. Naja, ich will dir keine falschen Hoffnungen machen. Sie hätte in dem Moment, wo Wang den Algorithmus aus ihr rausgerissen hat, von sich selbst ein Backup machen müssen. Und wenn sie als KI so funktioniert, wie es offenbar der Fall ist... Du meinst, meine Pi ist vielleicht noch irgendwo auf den Prune-Servern? Um das herauszufinden, müsste ich das gesamte System scannen. Dann mal los! Larry, das kann ich erst tun, wenn wir Wang besiegt haben. Dann wollen wir keine Zeit verlieren! Okay, schaffen wir den Virusbot in die Fabrik. Mr. Wang hat vielleicht schon angefangen, die KI auf die anderen Modelle zu übertragen. Also los! Schaffen wir unseren Virusbot in die Fabrik und legen Wang das Handwerk. Komm, Faith! Larry! Ja? Ich kann das nicht tun. Ich gehe. Habe ich schon wieder was falsch gemacht? Larry, ich war erst wirklich sauer auf dich, weil du zerstört hast, was ich bei Prune aufgebaut hatte. Dann habe ich mich auf der Insel eingelebt. Und du bist wieder aufgetaucht. Du hast meinen Algorithmus genau dorthin gebracht, wo er nicht sein sollte. Aber ich verstehe jetzt, dass du das alles für mich getan hast. Sicher, du hast dich damals ausgesprochen dämlich, trampelig und impertinent angestellt. Aber du hast es gut gemeint. Natürlich! Und jetzt holen wir Prune zurück. Ich will Prune nicht mehr. Auf der Insel hatte ich alles, was ich brauche. Dorthin will ich zurück. Und Larry, du könntest mit mir kommen. Aber wir brauchen dich hier viel mehr. Ich weiß. Aber ich muss darauf hören, was mir mein Herz sagt. Hier ist nicht mein Ort. Es tut mir leid, Larry. Sie ist wirklich gegangen. Larry, wir müssen... Oh ja, wir müssen Wang das Handwerk legen. Endgültig. Verdammt, wo bleibt Nari denn? Das weiß ich nicht, Mr. Wang. Ich hab dich auch nicht gefragt. Moment, hast du gerade mit mir gesprochen? Wie ein normaler Mensch? Aber natürlich. Bin ich dir etwa nicht menschlich genug? Die KI funktioniert. Du funktionierst.
meine Kleine. Warum bist du noch angezogen? Oh, du funktionierst perfekt. Es gibt keinen Grund, auf Nari zu warten. Wir werden die Welt erobern. Wo ist denn jetzt das Problem? Wang hat die Übertragung auf die Peabots aktiviert. Er ignoriert Faiths Gesetze der Sexrobotik. Die Peabots sind vernetzt. Aber so kann unser Virus sich auch verbreiten, wenn wir es schaffen, es aufzuspielen. Jetzt greift das Sicherheitsprotokoll. Eine Sekunde, ich hab's gleich. Sehr schön. So viele Peabots, die wir nur noch verpacken und ausliefern müssen. Das macht mich richtig heiß. Was? Nari? Was soll das? Es ist vorbei, Wang. Hey, ich wollte gerade einen coolen Spruch sagen. Oh, tut mir leid, Larry. Welchen denn? Ich liebe den Geruch von Sexrobotern am Morgen. Haut mich jetzt nicht um. Soll ich noch einen anderen probieren? Nari! Ich habe dir vertraut! Und jetzt werde ich dich aufhalten. Die nennst du wunderschön? Wir haben lange überlegt, wie das erste Modell aussehen soll. Wenn diese Nachbildung einer berühmten Pianistin nicht deinen Geschmack trifft. Nun, es ist alles modular und anpassbar. Das klingt schon gar nicht so schlecht, muss ich zugeben. Larry! Okay, nichts zu machen. Wir geben auf. Nein, das tun wir nicht. Larry, jetzt reiß dich zusammen. Die kann mir sicherlich mal ein Bier holen. Sie könnte dir sogar mehrere Fässer holen. Gleichzeitig. Kann sie überhaupt kochen? Die Kochroutinen werden wir als drahtloses Update noch aufspielen. Wobei ich fürchte, dass sich das ein klein wenig verzögert. Denn ich muss erst eine neue technische Leiterin anheuern. Die aktuelle wird bald einen tragischen Tod erleiden. Ich glaube, er meint dich. Wahrscheinlich taugen nicht mal die Fellatio-Routinen was. Glaubst du wirklich? Naja, die habe ich besonders intensiv. Jetzt nicht, Nari. Dann will ich dir mal zeigen, was sie kann. Du! Fellatio-Programm 8a. Jetzt. Nichts lieber als das. Siehst du? Ah, das ist eine selbsterlernende KI. Oh, und wie sie lernt. Das ist etwas hart. Hey, langsam. Was geschieht mit mir? Er war aber auch ein ziemlich aufgeblasener Typ. Nari, was ist passiert? Das, was Faith befürchtet hat. Die KI hat ein eigenes Bewusstsein entwickelt. Sie ist gefährlich und tödlich und geil. Hallo Larry, ich würde dich gern kennenlernen. Nichts da. Nari? Nari! Sie ist ohnmächtig geworden. Der Peabot muss sich mit unserem Virusbot verbinden. Hey, schau mal. Wäre das nicht auch eine tolle Freundin für dich? Larry, ich habe nur Augen für dich. Warum sollte ich mich mit einem so minderwertigen Modell aufhalten, wo es dich gibt? Ich muss fliehen.